Du hast ja eben so ein bisschen was auch von Reger und seiner Person als Mensch erzählt. Das finde ich auch ganz interessant, dass so seine musikalischen Vielschichtigkeiten sich auch in seiner Person spiegeln. Max Reger war sicherlich, ähnlich wie es in seiner Musik zu hören ist, selbst auch eine extreme Persönlichkeit. Er konnte sehr humorvoll sein, aber auch zum Beispiel im Umgang mit seinen Kritikern sehr ironisch, sehr sarkastisch und sehr auch ärgerlich aufbrausend. Auf der anderen Seite gibt es Berichte, wo gezeigt wird, dass er ein sehr liebevoller Familienvater war und auch sehr still sein konnte. Wenn man seine Briefe liest, zeigt sich auch ein sehr zweifelnder, skeptischer Reger oder auch ein niedergeschlagener und manchmal depressiver. Also das ist diese gesamten Affekte, die sich auch in der Musik finden, die findet man in dieser Persönlichkeit wieder. Und das macht sie ebenfalls so vielschichtig und interessant.